So, und gleich geht's weiter mit einem weiteren Teilbarkeitsbeweis. Und zwar nehmen wir mal folgenden Beweis oder folgende Aussage für alle A, B, C aus Z gilt: A teilt B und A teilt nicht C. Daraus folgt: A teilt nicht B plus C. Das macht immer wieder Schwierigkeiten, wenn da teilt nicht mit drin ist. Insofern ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn wir mal gemeinsam so einen Beweis hier durchführen. Okay. Beginnen wir mal wieder mit seien A, B, C fest, aber beliebig. So. Und es gelte A teilt B und A teilt nicht C. Das ist ja die Voraussetzung. A teilt B und A teilt nicht C. Und jetzt ist zu zeigen, dass dann auch gilt, A teilt nicht B plus C. Also. Zeige, A teilt nicht B plus C. So, die Schwierigkeit an dem teilt nicht ist die folgende. Angenommen, man hat eine Aussage A teilt B. Ja? Dann wissen wir A teilt B, genau dann, wenn es existiert ein Q, so das gilt A mal Q gleich B. Wenn A aber nicht B teilt, also wenn A eine andere Zahl nicht teilt, dann gilt ja sozusagen, es existiert kein Q. Das heißt, für alle Q gilt, dass sie nicht an A ran multipliziert werden können und B kommt raus. Und damit ist schlecht umzugehen. Das kriegt man raus, wenn man damit ein bisschen experimentiert. Es gibt noch eine andere Beweisform, die uns hier ganz gut weiterhilft. Das ist nämlich der Beweis durch Widerspruch oder der sogenannte indirekte Beweis. Wir gehen nämlich vom Gegenteil dessen aus, was wir zeigen wollen, und führen das zu einem Widerspruch. Also wir nehmen mal an, das, was wir zeigen wollen, gilt nicht. Und zeigen dann, ah, okay, das kann nicht funktionieren, da widerspricht sich irgendwas. Wenn wir das hier machen wollen, wäre jetzt sozusagen die Annahme, A teilt B plus C. Wir gehen also von dem aus, was wir nicht zeigen wollen. Ja? Also vom Gegenteil. Und ja, jetzt müssten wir schauen, dass da irgendwie ein Widerspruch zustande kommt. Also, wir nehmen mal an, A teilt B plus C. Wir nehmen an, A teilt B plus C. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass A B teilt und A nicht C teilt. Das war ja unsere Voraussetzung. Wir können jetzt von diesen drei Dingen ausgehen und müssen versuchen, einen Widerspruch zu erzeugen. Vielleicht nochmal eine Seitenbemerkung, warum können wir jetzt von diesen drei Dingen ausgehen oder warum ist das insgesamt eigentlich das Gegenteil? Unsere Hauptaussage ist ja die folgende hier oben. A teilt B und A teilt nicht C. Daraus folgt A teilt nicht B plus C. Was ist das Gegenteil davon? Oft wird zunächst mal angenommen, das Folgende sei das Gegenteil. Und ich mache jetzt gerade mal einen Fehler. Ja? A teilt B. Und A teilt nicht C. Daraus folgt A teilt B plus C. Man könnte meinen, das ist das Gegenteil, das ist aber nicht der Fall. Das ist logisch gesehen nicht das Gegenteil. Ich streiche das mal durch, damit wir uns hier nichts Falsches merken. Das stimmt nicht, das ist nicht das Gegenteil. Und zwar kann man sich das leicht klar machen an einer Wahrheitstafel. Wir nehmen jetzt mal ganz allgemeine Wahrheitstafel.
x, y. Falsch, 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 wahr, wahr, falsch, falsch, falsch. Oh, ah, Mist. Degradieren. So. Wahr, wahr. Na. So, das sind ja die vier Fälle. So. Was ist x impliziert y? Das ist ja immer wahr, außer in einem Fall. Ne? Wenn x wahr ist und y falsch, dann ist die Implikation falsch, ansonsten ist sie wahr. Das Gegenteil der Implikation ist also somit das hier. In allen Fällen Gegenteil sein ist das hier. Und was ist das? Diese Aussage ist x und nicht y. Das ist das Gegenteil der Implikation. Das Gegenteil der Implikation, also das Gegenteil von x impliziert y, ist x und nicht y. Das ist nämlich in allen Fällen exakt das Gegenteil. Das bedeutet, ah, das war jetzt gerade schlecht hier oben, egal. Das Gegenteil dieser Implikation ist, a teilt b und a teilt nicht c und nicht das hier. Also nicht a teilt nicht b plus c, also nicht nicht hebt sich auf. A teilt b plus c. X und nicht y. Und das ist genau das, was wir hier stehen haben. Ja? A teilt b und a teilt nicht c und a teilt b plus c. Diese drei Aussagen, davon können wir jetzt ausgehen. Und wie gesagt, wir machen einen Widerspruchsbeweis. Wir gehen jetzt vom Gegenteil dessen aus, was wir zeigen wollen und zeigen, da gibt es einen Widerspruch. So. An dieser Stelle braucht man wieder ein bisschen Intuition. Ne? Eine Strategie oder eine mögliche Strategie, die wir fahren könnten, wäre die folgende. Wir führen das so zum Widerspruch, dass wir sagen, aus diesem hier, a teilt b und a teilt b plus c, folgt auch a teilt c. Und das wäre ein Widerspruch hierzu. So. Also. Das probieren wir mal. Wir wissen, a teilt b. Und das ist dasselbe wie, es existiert ein Q1 aus Z, für das gilt a mal Q1 gleich b. Außerdem wissen wir a teilt b plus c. Das ist das gleiche wie, es existiert ein Q2 aus Z, für das gilt a mal Q2 ist gleich b plus c. So, wie können wir diese beiden Dinge jetzt hier miteinander verbinden? Wir wollen ja hin zu a teilt c, um das Ganze dann zu einem Widerspruch zu führen. Also wir wollen hin zu a teilt c. Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel dieses b hier einsetzen, also a mal Q1 hier einsetzen. Ne? Das machen wir mal. A mal Q2 ist gleich a mal Q1 plus c. Und jetzt kann man auf beiden Seiten minus a mal Q1 rechnen. Dann steht hier a mal, ich fasse es gleich mal zusammen, Q2 minus Q1
ist gleich c. Und dieser Teil hier ist ja eine ganze Zahl. Q2 ist eine ganze Zahl, Q1 ist eine ganze Zahl, also auch Q2 minus Q1 ist eine ganze Zahl. Also existiert ein Q3 derart, dass A mal Q3 gleich C ist. Also folgt daraus A Teil C. So, jetzt haben wir einen Widerspruch erzeugt. Wir wissen nämlich jetzt hier A teilt nicht C. Und wir wissen A teilt C. Das ist ein Widerspruch. Widerspruch macht man manchmal mit so einem Blitz hier hin oder einem Pfeil oder sowas. Ne? Das ist ein Widerspruch und demnach gilt das Gegenteil. Wir sind davon ausgegangen, A teilt B und A teilt nicht C und A teilt B plus C. Also von dieser Aussage hier. Die gilt nicht, da kann man einen Widerspruch herleiten, also gilt das Gegenteil der Aussage und das Gegenteil der Aussage ist gerade die Implikation. Nebenbei bemerkt, es geht noch ein bisschen kürzer, ich mache mal den Rest hier, ich mache mal ein bisschen was weg. Mach mal das hier alles weg. Bei einer anderen Übungsaufgabe haben wir nämlich Folgendes gezeigt. Bei einer anderen Übungsaufgabe haben wir gezeigt, das schreibe ich jetzt mal hier hin, und nehmen wir wieder andere Variablen, welche haben wir noch nicht verwendet. Na, jetzt wieder nach der Suche nach Variablen. S teilt T und S teilt U, daraus folgt S teilt T plus U. Also wenn S eine Zahl T teilt und S eine Zahl U teilt, dann teilt S auch die Addition oder die Summe der beiden. Das haben wir bei einer anderen Übungsaufgabe gezeigt. Ein Analog dazu, S teilt T und S teilt U, daraus folgt S teilt T minus U. Also auch die Differenz der beiden. Das ist eine extrem praktische Sache. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, weil damit kann man viel machen. Gehen wir also nochmal davon aus, wir haben unsere drei Aussagen hier, die gelten. Wir wollen einen Widerspruch herbeiführen. Jetzt sieht man hier, A teilt B plus C und A teilt B. Und dann können wir mit dieser Aussage, die wir bereits bewiesen haben, herleiten, dass dann auch gilt, A teilt B plus C minus B, also die Differenz der beiden. Daraus folgt A teilt B minus B plus C, das können wir ja umstellen. Und daraus folgt, naja, das, was wir unten schon stehen haben, A teilt C. Und damit haben wir einen Widerspruch zu A teilt nicht C. Das geht ein bisschen schneller. Na, wenn wir uns bereits ein bisschen was bewiesen haben aus dem Bereich der Teilbarkeit, dann müssen wir nicht immer zur Definition der Teilbarkeit zurückgehen, sondern können auch bereits bewiesene Aussagen zur Teilbarkeit verwenden. Und das haben wir hier gemacht.